Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Auf der nebenstehenden Figur ist ABCD ein Quadrat mit Seitenlänge 60. Die Punkte B, E, F und D gehören zu einem selben Kreis mit Zentrum C. Außerdem gilt, der Abstand zwischen B und E ist derselbe wie der Abstand zwischen E und F und ist auch derselbe wie der Abstand zwischen F und D. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt des Vielecks AB, EF, D? Wir wissen, dass die Seitenlänge des Quadrats 60 beträgt und was wir suchen, ist der Flächeninhalt von dieser blauen Fläche. Betrachten wir diese drei Dreiecke. Die sind kongruent. Warum? Weil diese Seite ist 60, diese aber auch, diese auch und diese auch. Diese Seiten sind jeweils gleich lange Radien. Diese drei Dreiecke sind kongruent. Warum? Weil hier haben wir drei spitze Winkel. Das sind drei Zentriwinkel, die gleich lange Kreissehnen einschließen. Also haben diese drei Winkel dieselbe Öffnung. Diese Öffnung ist ein Drittel von 90 Grad, das heißt jeweils 30 Grad. Und somit können wir sagen, der Flächeninhalt dieser blauen Fläche, das ist der Flächeninhalt von dem Quadrat minus dreimal Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck. Also so. Und der Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck kann berechnet werden durch 60 mal 60 mal Sinus des Winkels gebildet durch diese zwei 60 langen Seiten geteilt durch 2. Also so. Der Flächeninhalt von diesem Magenta-Dreieck, das ist 60 mal 60 mal Sinus von 30 geteilt durch 2. Und da der Sinus von 30 Grad ein halbes beträgt, ergibt dieser Bruch 900. Der Flächeninhalt, den wir also suchen, das ist 60 mal 60 minus 3 mal diese 900, also so. Hier haben wir 3600 minus 2700, das macht 900. Der gefragte Flächeninhalt beträgt also 900 und fertig. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.